Hallo und herzlich willkommen hier in einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Ja, auf zum Händler. Und mal den Mulch hier oben, was ich gestern probiert hatte, und ich klappte mit einem Gerät. Machen wir jetzt mitten auf diesen Traktor, der andere fährt ja gerade zurück zum Hof und wird dann entsprechend dann mir verkaufen. Ja, Diesel geht nun zum Fischer und wenn es klappt, wird da jetzt kein Ausrufezeichen und kein Wasserpferd auch. Wenn der Aushalt ist fertig, müssen wir gucken wegen Kartoffeln, was ich da jetzt mache. Auf jeden Fall brauchen wir Kartoffeln, nützt auch nichts. Ist der nur für vorne gedacht oder für hinten? Die Frage, ne? Im Grunde ist egal. Mal rückwärts fahren, ne? Not. Check nochmal zur Spinnerei. Das ist nämlich genau da in der Ecke. Aufstellen. Große Spinnerei, Hafen, Lidl, Heizkraftwerk, Lidl. Da. Ab mal zur Straße. Und gleich hinfindet, wo man gegenfährt. Und ich schau mal zur Seemaschine. Und schauen wir erstmal, ob wir irgendwie was kriegen. Die Kartoffeln anlassen. Rübentechnik, Rolltechnik. Das ist zum einmal 1 Liter und 6 Meter. Das sind Kartoffeln und Dünger. Das sind 2,4 Meter, 3 Meter und recht klein. So klein, wo wir nicht anfangen. Das kaufen wir mal. Ich habe überall dabei gekauft für Dünger. Für Saatgut. Kann man auch einen Dünger nehmen. Aber erstmal nicht, ne? Also Unkraut auch bekämpft, unser Raps, Weizenfeld oder Gerstefeld. Der ist fleißig unterwegs. Hier mal gleich mal nacharbeiten. Weiß gar nicht, ob der auch Kartoffeln könnte, aber im Grunde ist das, was ich in dem Sinne ablehne, weil das, auch wenn das könnte, technisch gesehen, also programmiertechnisch, ist das im Grunde so nicht möglich, ne? Weil einfach das geht halt nicht, ne? Da passt keine Kartoffel durch, ne? Also Saatgut. Und Kartoffeln sind ja noch mal größer als die Samenkörner von Weizen oder dergleichen, ne? Ja, mittlerweile Direktsaatmaschinen, die ohne Bodenbearbeitung klarkommen. Einzelkorntechnik sogar teilweise. Und da habe ich mal gesehen, es geht über Luftansaugung und dann werden die Körner einzeln in den Bereich mit Luftdruck reingeschossen, kann man sagen. Hängt von der Größe ab der Körner. Es verschiedene Trommeln, also Raps ist ja ganz klein und wenn man Sonnenblume ist ja relativ groß und Mais, ne, da gibt es entsprechend eine andere Trommel dafür. Das ist so. Also Dünger ist hier mehr als genug und Kalk scheint auch zu sein. Also. Habe ich ja vorher gekalkt. Ohne es besser macht Kalk hinterher. Und jede Frucht anderen Kalkstatus braucht, ne? Eine andere Menge. Deswegen hinterher normalerweise.
Bei Sojabohne düngt man auch nicht vorher, ne? Weil die braucht an sich keinen Dünger, weil die mit entsprechenden spezielle Bakterien, die das umwandeln können. Muss aber bei einigen Böden geimpft werden, damit dazugegeben werden die Bakterien. Dann sind die in der Lage, in Symbiose im Prinzip den Stickstoff aus der Luft zu nehmen, ne? So wie bei Erbse und Bohne geht es auch. Also nur halt erst für die eigene Pflanze und erst wenn die gestorben ist, dann können die anderen das auch nutzen. Also den Stickstoff, ne? Also im Grunde ist nach der Sojaernte der Stickstoff gut in der Erde vorhanden. Im Grunde, wenn man die richtige Fruchtfolge einhält, dann ist man eigentlich ganz gut bedient mit natürlichen Düngersorten. Ne? So, mal gucken. See. Cool. Das funktioniert. Mit Kartoffeln. Zerne müsst ihr auch irgendwo anbauen, ne? Aber gut, das geht Kartoffeln nicht. Gut. Das ist auch okay. Wäre enttäuscht, wenn es gehen würde, ne? So. Da fahren wir mal zum Hof und dann nehmen wir einen Traktor und fahren ein Feld, das wir noch kaufen müssen und dann entsprechend Kartoffeln. Halt für die Schweine, ne? Das muss alles nach und nach ja, das Zukaufen über Systeme, Silo, das ist zu teuer. Das war nichts. Und Schweine müssen, beziehungsweise damit du entsprechend auch Nachkommen bekommst, immer optimal versorgt werden. Sonst war das nichts, ne? Leider. Das ist so. Ja, die Wiesen will ich fürs Bauen nutzen. Also für irgendwelche Produktion oder Hallen oder dergleichen, ne? Der deckt ganz gut auf, der Bursche. Ist gar nicht so gut. So, wo ist dann noch Platz? Zum Durchfahren, später muss ich mehr Hallen bauen. Alles so. Da sehe ich keinen Platz. Stellen wir hier rechts auf. Links, links. Im grünen Bereich. Eine Möglichkeit da, wo kein Kurs ist, ne? Gut. Passt. Und auf zum Händler. Den muss ich gleich wegfahren. Weil wieder andere im Wege, ne? Das Moli muss ich verkaufen. Ist ja nix. Über zur Halle. Oder ich muss da einfach mit Menü Terraforming arbeiten. Geht's auch. Ja, beim Sägewerk habe ich noch einiges zu stehen an aufbaren Paletten. Bei Gelegenheit nutzen. So. Ich brauche ein kleines Feld, was man leisten können und eine Kartoffel anpflanzen. Wenn es schon geht. Gucken, also wir haben März. Normalerweise zum Führers Geburtstag hieß immer um. Als Stichwort. Schon zu Ostzeiten hat so gesagt. Also Mitte, Ende März, April, wegen Bodenfrostgefahr.
Muss aber unterscheiden, wenn ich jetzt zu Hause gepflanzt wurde, da hast du es hinterher geholfen und die heutzutage häufeln sie gleich. Da kann es sein, dass sie ein bisschen länger brauchen zum Auswachsen. Ich vergesse, was ich wollte. Hast du vor gucken wie ein Land? So ein kleines Feld, ne, was so kostet hier, wo wir einigermaßen gut arbeiten können. Kostet hier 34, kostet. Das ist ganz gut. Bezahlbar. Oh, die 38. Da geht schon nicht. Aber die 34, das geht. Da kommt dann Dings rein, Kartoffeln. Und machen wir gleich Bodenprobe. Ich mach das hier mit Menü. Das ist mir lieber. Ich habe ja gar nicht Zeit dazu und alles dazu machen, ne? Ja, einmal wird bezahlt, ist gut. Im Prinzip kann man auch Salzproben ziehen, aber wie gesagt, mit der Originalmaschine, da brauchst du Ewigkeiten dafür. Aber ich sag mal so, reell Leben ist auch so, die machen auch nur Stichproben, ne? Das muss alles bezahlt werden und das ist, ich glaube, die machen nur Stichproben. Was ich bekommen habe, ist sogar Vorschrift dazu machen, alle paar Jahre. Ich meine, macht doch Sinn, ne? Wenn man jetzt selber anpflanzt, will man schon wissen, wie der Boden zusammengesetzt ist mit Nährstoffen, dass man nicht zu viel düngt, weil das zu viel kostet ja auch Geld pro Tag, ne? Der Dünger ist ja auch nicht preiswert. Will man Maschinen gleich voll machen? Ein Verkaufsdings da. Mal sehen, gleich mal Dünger einfüllen. Aber sagt, wird aber noch hier holen. Wenn ich ein bisschen lustig Kartoffeln, ne? Eigentlich normalerweise. Ich glaube, der hat kein Düngersystem, ne, oder? Nö. Ist doch nicht wo. Oder? Dann fahren wir runter, gleich geht da mal Dünger rein. Dann mach mal. Ah, geht für Tochter nicht. Schade. Nö, geht nicht. So, den schicken wir mal zu Feld 35. Holger hat die super eingefahren, die Kurse hier. Und wenn ich sowas habe, dann mache ich meist nur punktuell, was ich gerade brauche. Ich muss nämlich den anderen nachbringen. Mit Saatgut. Mal auf die Karte gehen. Und einsteigen. Also wer sich wundert mit Icarus, ich glaube Icarus stelle ich ein. Es hat zwei Gründe. Hauptgrund ist Nummer eins, die Nachfrage ist jetzt komplett eingebrochen. Also die aktuellen Videos werden nicht gleich geschaut. Ich bin ja mal gewohnt gewesen, dass da 8 pro Tag reingeguckt haben. Fand ich super. Auch recht lange von der Zeit her. Aber letzten Tage war er immer bei 0, bei 2, 3 und dann nur ein paar Sekunden. Dafür ist die Arbeit dafür zu aufwendig. Und zweitens, es wird auch langweilig, ne? Also ist ja mehr oder weniger immer das Gleiche zu machen. Ja, schön, aber ist leider so, ne? Wenn Interesse nicht da ist, ist leider so. Aber ich bin kein Problem mit, dann ist man so.
Ist mir jetzt so am Wochenende, habe ja noch eins fertig gemacht mit den Wölfen. Bis Donnerstag. Also wenn jetzt die Folge kommt, ist schon vorbei. Aber vielleicht mache ich dann Freitag ein Livestream dafür. Mal sehen. Nach der Arbeit für 2 Stunden ungefähr. Kann ich mir schon vorstellen. Könnte funktionieren. Mit einem Livestream. Aber wie gesagt, das weiß ich auch nicht genau. Das muss ich mal erstmal entscheide ich mir dann am Freitag nach der Arbeit. Also mehr oder weniger schon Donnerstag ungefähr. Ich muss mal schauen, wie das. Ja. Heute war ja noch 0 Aufrufe. Und das unterstützt meine These, dass Interesse nicht mehr da ist. Es kann ja sein, dass man im Spiel nicht mehr interessiert. Das ist ja gut möglich. Das ist ja nicht weiter schlimm. Mensch, muss ich das Feld überhaupt noch flügen oder gruppen oder dergleichen? Weiß ich gar nicht. Jetzt mal gucken. Das kann sein. Dann habe ich natürlich mal. Ach, jetzt weiß ich, was ich gucken wollte. Ich wollte gucken, ob das geht. Darum geht's ja. Kartoffeln. Ja, das geht schon. Bis April. Wie gesagt, würde ich nicht empfehlen. In unserem weiten Grad. Also Italien vielleicht ja, aber wie gesagt. Oder Frankreich, aber wie gesagt, im Norden von Deutschland. Bis Mai kann immer noch Frost auftreten. Ganz locker. Und wenn die Pflanze Frost kriegt, dann ist sie gleich. Ist erledigt, ist vorbei. Ist das Herzblatt kaputt, dann ist die Pflanze tot. Du kannst immer von vorne anfangen mit der Aussaat. Und da ist es besser, man wartet ab, bis es dann die Gefahr nicht so groß ist. Im Kleingarten kannst du immer noch zur Not bei Gefahr nochmal nachäufeln. Bin ich verkehrt gefahren? Ja, bin ich. Sehe ich nichts. Warum irgendwie? Ist der? Aber anders. Geht schneller. Und ich schalte mal durch. Weil der füllt immer auf, wenn ich gerade da bin, ne? Aber das. Man klickt ja auch mit durch, ne? Wasser. Ja, ein paar Bäume habe ich auch noch. Der ist voll. Da kann ich ja entlassen. Und das wäre natürlich blöd, wenn das eine Hauptstrecke wäre. Und da würde das blockieren, ne? So. Was ist hier drinne? Und ich guck vorher, Weizen. Aha. Na, Weizen würde ich nicht aufgeben. Ah, das ist ungünstig. Dann schaue ich mal nach, ob da Felder dabei sind, die man dann mit Kartoffeln kaufen könnte. Also Kartoffeln. Muss ich mal alles wegmachen. Oder zuschalten. Beruhigen. Kartoffeln. Hat noch keiner gepflanzt. Ich habe Missionen für. Ist natürlich jetzt blöd, ne? Das ist jetzt äußerst ungünstig. Sehen. Was ist Transport? Lieferung? Noch keine Mass-Mission. Lieferung, Baumwolle, Hopfen. Hopfen haben wir da. Dann wird der Baum nicht losfahren. Sollen wir ein Weiß machen? Geht das, ne? Flügel haben wir nicht keine Lust zu. Gut, noch nichts da. Ah.
Das wäre perfekte Fläche. So, eine Fläche zu kaufen. Die groß genug ist, aber trotzdem nichts drin ist, ne? Die 32. Ist auch was drin. Ist ja zu klein. Die 9 wäre etwas ungünstig von der Form her. Dann macht der KI Schwierigkeiten. Da ist Gras drin. Knackt das Knie. Die 60 wäre auch Gras, ne? Oder? Ja. Die 17. Sonnenblumen im Wachstum. Bist aber früh dran, ne? Naja, das wird schwierig. Naja, gut. Ist halt mal so. Irgendwo muss ich eine Kartoffel haben. Die 40. Auch eine Wiese. Hier war da ein Deich im Kram. Die 14. Was ist das? 10. Was da drin? Gras. Hauptsächlich wieder Gras drin. Ach so, ist er hier im Hof. Ja, Gras. Kann man hoffen, dass sich einer überlegt, noch anzupflanzen. Aber wie gesagt. Reizen wir noch ganz gut. Sonnenblumen. So, Kartoffeln haben wir nirgendwo, ne? Nö. Ich möchte keine Frucht umbrechen, das ist ein bisschen zu schade. Aber echt, da ist nichts da. Die 23. Ja, und hier war. Habe ich jetzt Rüben drin, Zuckerrüben. Aber ich suche mal weiter und dann komme ich wieder. Mach's gut, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.